Ich bin Raphael Nick, ich bin hier Schlagzeuger im Orchester des Nationaltheater Mannheims und genau, das ist meine fünfte Spielzeit jetzt hier. Also ein Orchester ist ein Arbeitsplatz natürlich. Für mich ist das mehr eine große Familie. Bei dem Stück hier spiele ich Vibraphon, fünf Tempelblocks und eine große Trommel. Das ist für ein zeitgenössisches Stück eigentlich ziemlich übersichtlich als Aufbau. Es gibt auch Stücke, da hat man fünf, sechs, sieben mal so viel Instrumente. Es gibt Momente, wo ich eine Stelle übe, da denke ich mir, ah, das könnte bestimmt so und so sein im Orchester. Und manchmal trifft es zu, manchmal überhaupt gar nicht. Also das, man muss auch aufpassen, wenn man übt, dass man sich nicht irgendwie so irgendwie versteift und denkt, ja, da spiele ich bestimmt irgendwie nur Begleitung, weil es kann sein, dass es dann doch Solo ist. Und was auch wichtig ist für mich, wenn jetzt eine Tempoangabe ist und ich übe irgendeine Stelle, in dem und dem Tempo übe ich gerne noch ein bisschen schneller, dass ich Reserve habe, weil viele Dirigenten machen ein paar Sachen einfach ein bisschen schneller. Und wenn man dann nur bis zu so und so einem Tempo geübt hat, kriegt man Probleme. Also aus der Schlagzeugstimme, die ich habe, sind viele pentatonische Skalen ersichtlich. Wie das jetzt im Orchester klingt, im Gesamtklang, da lasse ich mich überraschen.